So, meine Freunde der Wahrheit, wieder spontan Interview, ja. Ja, ich habe hier jemanden getroffen, der hat mich irgendwie erkannt und ja, und hat mich gefragt, ob ich dann bei Michael Kuhl bin. Ja, so ist es. Und jetzt ist natürlich unser Thema, mein Thema, ich spreche ja gleich los. Politik, was machst du, wo bist du, wo kommst du her? Er kommt aus Gladbach, aus NRW. Und ist insgesamt mit der gesamten politischen Entwicklung sehr, sehr unzufrieden. Und er hat etwas gesagt, was ich sehr interessant fand bei den Wahlen, also Bundestagswahlen, die immer stattfinden. Er hat gesagt, das ist eine gewählte Diktatur auf Zeit. Eine gewählte Diktatur auf Zeit. Weil das, was man uns verspricht, habe ich so verstanden, wird überhaupt nicht eingehalten. Ja, die machen genau ihr eigenes Ding, aber das, was man uns alles versprochen hat, was wir uns wünschen, wird nicht erfüllt. Daher hat das nichts mit, das Volk ist ja souverän, sondern ist es nicht. Das ist, hat nichts mit Demokratie zu tun, sondern die machen ihre eigene Politik zum Nachteil von Deutschland. Richtig? Richtig. Ja, da ist richtig. Samsung, ja, Tarzan, alle hier, ja, schützt meinen Rücken. Und ich habe ihn auch gefragt, wen er wählen würde. Er würde wahrscheinlich AfD oder Werteunion wählen. Werteunion muss natürlich noch präsenter werden. Und schon mal gut, ne? Gute Einstellung. Und ich habe ihn gefragt, wenn er Bundeskanzler wäre, welche drei Sachen würde er sofort umsetzen, die wären? Als erstes auf jeden Fall die Zuwanderung stoppen. Das war Punkt 1. Und Punkt 2, den Missbrauch vom Bürgergeld, Arbeitslosengeld und so weiter ebenfalls stoppen. Und Punkt 3, was für mich eigentlich mehr zu Punkt 1 noch gehört, die Möglichkeit schaffen, dass Kriminelle, Migranten und Ausländer auch zeitnah garantiert abgeschoben werden und nicht mehr zurückkommen können. Boah, drei wichtige Punkte. Die werden nicht erfüllt von den Altparteien, ja, aber wir von der Werteunion stehen dafür, ich denke mal die AfD auch. Deswegen ist es ganz klar und ganz logisch, dass bei den nächsten Landtagswahlen Thüringen, Sachsen, Brandenburg natürlich diese Verräter oder diese Lügenparteien nicht gewählt werden, weil die solche wichtigen Punkte, auch zum Beispiel kommt ja noch dazu, Corona-Untersuchungsausschuss, ganz, ganz wichtig, nicht umgesetzt werden. Daher ist ganz klar keine Stimme, kein Wahlkreuz für die Altparteien, richtig? Richtig. Deutschland grüßt, Deutschland immer zuerst.